neue BMW 7er kommt zwar voraussichtlich erst 2016 auf die Straße, aber er dreht schon jetzt seine ersten Testrunden. Klar ist, das Flaggschiff wird auf Diät gesetzt. 200 Kilogramm soll der nächste 7er weniger wiegen, mindestens. Dafür wird die Karosserie ähnlich wie bei den neuesten E-Modellen teilweise aus Kohlefaser gefertigt. Aber auch einzelne Bauteile, wie zum Beispiel die Sitze, werden deutlich leichter. Bei den Motoren geht BMW den Weg, den Mercedes mit der S-Klasse schon vorgezeichnet hat. Es wird erstmals auch Vierzylinder unter der Haube geben. Dazu soll von Anfang an ein Hybrid dabei sein. Auf 6- und 8-Zylinder muss aber natürlich niemand verzichten. Die Preise starten wohl ab ca. 75.000 Euro.